Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne Neuerscheinungen vorstellen, und zwar die Neuerscheinungen für den März 2022. Im März ist ja auch immer die Leipziger Buchmesse und deswegen kommen da immer super viele spannende Titel raus. Ich habe mich jetzt wie immer auf ein paar beschränkt, die mich persönlich sehr ansprechen oder von denen ich halt eben denke, dass sie euch ansprechen. Es ist eine sehr, sehr bunte Mischung. Es sind auch 3, 4 Bücher ungefähr dabei, die ich selber schon gelesen habe, also im deutschen Teil, die ich halt eben dann auf Englisch gelesen habe. Es sind ein paar Reihen Fortsetzungen dabei, aber auch Reihen Starts oder auch Einzelbände. Es ist eine sehr, sehr bunte Mischung, wie ich finde. Und ich würde sagen, ich lege direkt los mit dem ersten Buch. Das erscheint am 1. März. Und zwar ist das Four Houses of Oxford, Band 1, Bricht die Regeln von Anna Savas. Das ist der Auftakt von einer Dilogie. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird, scheinen alle ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem, als sie mit der Zusage die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizutreten. Einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Auf einmal muss Harper am Spiel der 4 Farben teilnehmen und steht ihrer Vergangenheit gegenüber. Finley, der sie vor Jahren ohne Erklärung im Stich ließ und sie jetzt ausdrücklich vor der tödlichen Magie der Diamonds warnt. Ja, das Ganze soll so in die Dark Academia-Richtung gehen, aber auch so ein bisschen, so habe ich das Gefühl, vermischt mit so New Adult Romance irgendwie. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das auf jeden Fall irgendwie auf dem Schirm und ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe von der Autorin persönlich selber noch nichts gelesen, aber ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Weiter geht es am 8. März mit einem Buch, das ich schon auf Englisch gelesen habe. Und zwar Die Chroniken von Rotkäppchen allein im tiefen, tiefen Wald von Christina Henry. Geh nicht allein in den tiefen, tiefen Wald. Aber Red hat keine Wahl. Seit die Krise vor 3 Monaten über das Land kam, ist sie auf sich allein gestellt. Ihre einzige Hoffnung besteht darin, sich zu ihrer Großmutter durchzukämpfen. Red fürchtet nicht die Unwesen, die nachts durch die Wälder streifen. Die wahre Bedrohung geht von den Menschen aus, von ihren dunklen Sehnsüchten, niederen Beweggründen und bösen Hintergedanken. Am schlimmsten jedoch sind die Männer in Uniform, mit ihren Befehlen und Geheimakten, die auf Reds Spur sind. Sie möchte niemanden töten, aber wer allein in den Wald geht, muss sich verteidigen können. Ja, das ist ein Fantasy-Einzelband. Also im Deutschen ist es ja so, dass diese Bände alle irgendwie den Eindruck erwecken, als würden sie zusammengehören, weil das so unter einem Reihentitel irgendwie veröffentlicht wird. Es ist aber tatsächlich wirklich eine für sich stehende Geschichte. Ich habe es schon auf Englisch gelesen, mochte es ganz gerne. Es ist aber nicht mein Lieblingsbuch von Christina Henry, aber es hat auch wieder so eine dunkle Märchenneuerzählung und ich glaube, wer die anderen Bücher von ihr gelesen hat und mochte, der wird auch hier mit seine Freude haben. Dann erscheint am 8. März auch noch eine Reihenfortsetzung, bei der ich ja eben nicht weiß, ob ich sie lesen werde. Und zwar erscheint Flash and Fire, Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout. Das ist der 2. Teil zu Blood and Ash. Und ich habe ja Blood and Ash gelesen und ja, ich fand es so lala. Ich fand es wirklich sehr, sehr durchschnittlich, mittelmäßig und ich bin immer noch so ein bisschen am Hadern. Ich meine, es sollen insgesamt 6 Bände werden und wenn ich den ersten Teil schon nicht so toll fand, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich weiterlesen möchte. Aber vielleicht, wenn es das irgendwie als Hörbuch gibt, vielleicht höre ich da mal weiter, weil viele sagen ja auch, dass diese Reihe sich extrem steigern soll und irgendwie bin ich ja doch so ein bisschen neugierig. Aber ja, wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen unsicher. Dann geht es weiter am 16. März mit noch einem Buch, das ich schon auf Englisch gelesen habe, und zwar More Happy Than Not von Adam Silvera. Das ist der Debütroman, der jetzt tatsächlich endlich mal erscheint. In Aarons Leben gibt es vieles, das er lieber für immer vergessen würde. Doch erst als sein bester Freund Thomas Aarons Gefühle für ihn zurückweist, beschließt er, sich mit Hilfe einer neuartigen Gehirnmanipulation seine Erinnerung an alles, was war und alles, was er ist, löschen zu lassen. Auf schmerzlichste Weise muss er lernen, dass das Herz sich erinnert, auch wenn der Verstand längst vergessen hat. Ja, ich habe es wie gesagt schon auf Englisch gelesen. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Es ist nicht mein Lieblingsbuch von Adam Silvera, aber eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Und auch hier denke ich, wenn man die anderen Bücher von dem Autor schon gelesen hat und mag, oder zumindest eins, dann wird man hier wahrscheinlich auch nicht enttäuscht werden, weil er schon einen sehr, sehr gleichen Stil halt eben in seinen Büchern immer hat.
Am 16. März erscheint dann auch nochmal eine Reihenfortsetzung und auch hier ist es wieder ein Buch, das ich wahrscheinlich nicht lesen werde, weil ich hier auch den ersten Teil noch gar nicht gelesen habe. Und zwar Crush von Tracy Wolf. Das ist der zweite Teil zu Crave. Ist das der zweite oder ist es schon der dritte? Ne, ich glaube, das ist der zweite. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das der zweite oder der dritte ist, aber ich glaube, es ist erst der zweite. Auf jeden Fall habe ich Crave nicht gelesen und ich habe es noch nicht vor, weil das, glaube ich, ja, mittlerweile nichts mehr für mich ist, so vom Stil her sozusagen. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht lesen. Aber ja, für alle, die es halt eben interessiert, jetzt kommt der, ich glaube, zweite Teil raus. Dann geht es weiter am 17. März mit Right Now, Keep Me Warm von Anne Petzold. Das ist der zweite Teil von ihrer neuen New Adult-Reihe. Es ist halt auch wieder so eine Companion-Novel-Reihe, deswegen kann ich hier auch wieder den Klappentext vorlesen. Marley hat Angst. Angst davor, ihre Wohnung zu verlassen. Doch als sie nach 60 Tagen innerhalb ihrer eigenen vier Wände gezwungen ist, zum ersten Mal wieder nach draußen zu gehen, trifft sie ausgerechnet auf Aaron. Den Eiskunstläufer, dessen Videos sie während der letzten Wochen über Wasser gehalten und ihr geholfen haben, die Realität wenigstens für einen kurzen Augenblick zu verdrängen. Was Marley jedoch nicht ahnt, Aaron, der mit seinem Film so viel Mut und Hoffnung gegeben hat, leidet selbst. Denn seit seinem Unfall vor 60 Tagen hat er sich nicht mehr aufs Eis getraut. Ja, klingt auch nach einer schönen Geschichte. Ich muss sagen, ich habe von Anne Petzold bisher noch nichts gelesen. Es ist auch so eine Autorin, die ich immer noch irgendwie ausprobieren möchte. Und mich spricht auf jeden Fall ihre neue Reihe ein bisschen mehr an, weil es halt eben um ja, so das Thema Eiskunstlaufen und so mal geht. Aber ja, für alle, die eben Fan von der Autorin sind und jetzt auf den nächsten Teil gewartet haben, die können sich halt eben auf den 17. März freuen. Dann erscheint am 17. März auch noch ein Buch, das eigentlich gar nicht in mein normales Beuteschema irgendwie so passt. Es ist nämlich ein Krimi. Das ist ja etwas, was ich eigentlich nicht so häufig lese. Und ich muss auch sagen, bei diesem Buch bin ich schon sehr voreingenommen, denn es ist von einer Freundin von mir geschrieben. Und zwar erscheint da Schwarzwaldnacht von Lisa Straubinger. Eine eingeschworene Gemeinde, mysteriöse Todesfälle und ein lange zurückliegendes Verbrechen. Sanne Stoll hat geschworen, nie mehr in ihr Heimatdorf im Südschwarzwald zurückzukehren. 9 Jahre später bricht sie diesen Schwur, um an der Beerdigung ihrer Großmutter teilzunehmen. Doch bereits die Fahrt dorthin verheißt nichts Gutes. Eine Frau läuft ihr vors Auto. Kurz darauf wird deren Leiche im Wald gefunden und Sanne des Mordes verdächtigt. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie selbst nachforschen und stößt dabei auf ein abgrundtiefes Familiengeheimnis. Also ja, wie gesagt, ich bin voreingenommen, aber ich finde auch einfach, dass der Klappentext super spannend klingt. Es ist ein Buch, das ich wirklich sehr, sehr schnell dann auch lesen möchte, wenn es dann eben erschienen ist. Und ja, vielleicht kann ich ja den einen oder anderen noch dafür begeistern. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, das klingt ja ganz spannend und da habe ich noch gar nichts von mitbekommen. So, von dem nächsten Buch haben wahrscheinlich sehr viel mehr Leute mitbekommen. Das erscheint auch am 17. März und zwar ist es Whitestone Hospital High Hopes von Ava Reed. Das ist der Auftakt zu ihrer neuen New Adult Romance Reihe. Laura Collins hat es geschafft. Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung, als sie eine Stelle an einer der angesehensten Kliniken des Landes ergattert. Am Whitestone Hospital in Phoenix ist Laura eine der neuen Assistenzärztinnen und erkennt schnell, dass sie für ihren Traumjob an ihre Grenzen gehen und alles geben muss. Nicht nur lange Arbeitszeiten, wenig Schlaf, schwere Entscheidungen und Patientinnen, denen sie nicht helfen kann, warten auf sie. Auch Dr. Nash Brooks, der junge Stationsarzt. Kompetent, attraktiv, ein Einzelgänger und absolut verboten. Ja, ich glaube, wie gesagt, da freuen sich sehr, sehr viele Leute drauf. Ich bin dann noch so ein bisschen skeptisch. Ich liebe die Jugendbücher von Ava Reed, aber tatsächlich mit ihren New Adult Büchern konnte sie mich bisher noch nicht so wirklich begeistern. Also ich habe Truly und Madly bisher gelesen, Deeply noch nicht. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Hadern, ob ich das noch lesen möchte oder nicht. An sich irgendwie schon, um vielleicht die Reihe noch abzuschließen, aber auch irgendwie nicht unbedingt, also vielleicht höre ich es irgendwann mal als Hörbuch, wenn ich mal irgendwie Lust auf so was Kleines für zwischendurch habe sozusagen. Aber ja, wie gesagt, die ersten beiden Bände fand ich jetzt nicht so toll, leider.
So, weiter geht es dann am 18. März. Da erscheint Die Sechs Kraniche von Elizabeth Lim. Das ist der Auftakt von einer neuen Fantasy-Dilogie der Autorin. Prinzessin Chiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Chiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Chiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Und sie ist auf alles gefasst, aber nicht darauf, sich zu verlieben. Ja, dieses Buch habe ich tatsächlich schon auf Englisch hier. Das ist ja letztes Jahr im Herbst oder so, glaube ich, erschienen. Das war in einer Buchbox mit dabei und ich möchte es auf jeden Fall auch sehr, sehr bald irgendwann mal lesen. Ich habe allerdings von der Autorin die erste Dilogie noch nicht beendet. Also da fehlt mir noch der zweite Teil. Und das möchte ich vorher lesen, beziehungsweise als Hörbuch hören. Und danach fange ich dann mit der nächsten Reihe an, damit ich da nicht so durcheinander komme. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, zwei Reihen von einer Autorin gleichzeitig angefangen zu haben. Dann erscheint am 22. März nochmal eine Fortsetzung, beziehungsweise sogar ein Reihenabschluss, nämlich Game of Souls von Shelby Mahurin. Das ist der letzte Teil der Game of Gold-Reihe. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt einen richtigen Namen hat. Auf jeden Fall ist das ja im Englischen die Serpent and Dove-Reihe. Und das ist jetzt eben der letzte Teil von dieser Trilogie. Der Abschluss, ich habe den auch schon auf Englisch gelesen, mochte diesen Abschlussband auch wirklich sehr, sehr gerne. Dann am 31. März erscheint nochmal ein Buch, das ich schon auf Englisch gelesen habe. Und zwar Die Sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das war 2020, glaube ich. Ich glaube 2020 oder 2019 sogar schon. Auf jeden Fall war das absolutes Highlight von mir. Ich habe dieses Buch geliebt. Es geht um die einzige Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo und sie ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Ja, wie gesagt, ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Ein wirklich sehr tolles Buch, das ich sehr geliebt habe und ich freue mich sehr, dass es jetzt auf Deutsch erscheint. Und dann der letzte Titel für den deutschen Teil zumindest erscheint dann auch nochmal am 31. März und zwar ist das The Beautiful von René Adeye. Auch das ist wieder ein Reihenauftakt. Hier handelt es sich um eine vierteilige Reihe, wobei im Englischen auch noch nicht alle Teile erschienen sind. Da sind jetzt bisher drei Teile erschienen. Ich glaube, der vierte soll dieses Jahr erscheinen. Als die junge Schneiderin Celine 1872 in New Orleans ankommt, ist sie von der wilden Lebensfreude der Stadt sofort verzaubert. Eigentlich wollte sie hier ein respektables Leben führen, aber Freunde findet sie stattdessen in der schillernden Unterwelt der Stadt, die von den Toten beherrscht wird. Besonders der rätselhafte Sebastian Saint-Germain geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Doch Celine erlebt ein jähes Erwachen, als sich eine grausame Mordserie ereignet. Plötzlich muss sie sich die Frage stellen, Teil welchen Spiels sie geworden ist und ob die anderen Mitspieler menschlich oder doch etwas ganz anderes sind. Ich habe diesen ersten Teil von dieser Reihe bisher schon gelesen. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eine sehr schöne, atmosphärische Geschichte und ich kann es wirklich sehr empfehlen und ich freue mich, dass es jetzt auch auf Deutsch erscheint. Und das waren jetzt eben die deutschen Erscheinungen. Jetzt geht es weiter mit dem englischen Teil. Und da geht es los am 1. März und da erscheint ein neues Buch von Victoria Schwab und zwar Gallant. Das ist, soweit ich weiß, ein Einzelband und zwar ein Young Adult Buch beziehungsweise eigentlich auch eher so für jüngere Young Adults. Also ist es nicht richtig Middle Grade, aber es soll schon so ein bisschen für Jüngere ausgerichtet sein.
Olivia Pryor ist in der Maryland School for Girls aufgewachsen und alles, was sie von ihrer Vergangenheit hat, ist das Tagebuch ihrer Mutter, das deren Wahnsinn aufzuzeichnen scheint. Dann lädt ein Brief Olivia ein, nach Hause zu kommen, nach Gallant. Doch als Olivia ankommt, erwartet sie niemand. Aber Olivia wird den ersten Ort, der sich wie zu Hause anfühlt, nicht verlassen. Es spielt keine Rolle, ob ihr Cousin Matthew feindselig ist oder ob sie Gule auf den Fluren trifft. Olivia weiß, dass Gallant Geheimnisse verbirgt und sie ist entschlossen, sie aufzudecken. Als sie genau im richtigen Moment eine zerstörte Mauer überquert, findet sich Olivia an einem Ort wieder, der Gallant ist, aber auch wieder nicht. Das Herrenhaus zerfällt, die Ghule sind dafür sehr, sehr solide und eine mysteriöse Gestalt regiert über alles. Jetzt sieht Olivia, was Generationen ihrer Familie zerstört hat und woher ihr Vater womöglicherweise stammt. Olivia wollte schon immer irgendwo dazugehören, aber wird sie ihren Platz als Pryor einnehmen und unsere Welt vor dem Herrn des Hauses beschützen oder wird sie ihren Platz neben ihm einnehmen? Ja, auch das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Ich freue mich schon sehr drauf. Das werde ich auch in einer Buchbox auf jeden Fall bekommen. Deswegen werde ich dieses Buch auch auf jeden Fall lesen, zumal ich die Bücher von Victoria Thorp in den meisten Fällen auch sehr, sehr gerne mag. Also es gibt da ein paar gewisse Ausnahmen, aber in den meisten Fällen haben die mir immer bisher gut gefallen und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. So, dann erscheint am 8. März And They Lived von Stephen Salvatore. Chase Arthur ist ein angehender Trickfilmzeichner und hoffnungsloser Romantiker, der von Disney-Filmen besessen ist und davon seine wahre Liebe zu finden. Aber er wird von dem Glauben geplagt, dass er für niemanden gut genug ist. Er erholt sich von einer Essstörung und leidet an Körperdysmorphien, die von seinem Vater angeheizt werden, und ist sich seiner eigenen Geschlechtsidentität nicht sicher. Als Chase sein erstes Jahr am College beginnt, muss er damit klarkommen, dass er von zu Hause weg ist und seine Schwester vermisst. Er findet schnell eine Clique und konkurriert mit seiner ehemaligen besten Freundin Layla um dieselbe exklusive Mentorenschaft, wenn er nur bis zum Ende des Semesters einen Kurzfilm für die Erstsemester-Animationsshow zusammenstellen könnte. Dann lernt Chase Jack Reed kennen, einen pragmatischen Dichter, der Worte verehrt und sich danach sehnt, das Leben außerhalb seiner geschützten Welt zu erleben. Aber Chase stellt alles in Frage für Jack, der immer noch dabei ist, seine sexuelle Identität zu entdecken, da er in einer streng konservativen Familie aufgewachsen ist. Jack hat viel Homophobie von seinen Eltern und seinem besten Freund aus Kindertagen verinnerlicht. Als diese unerwartet den Campus besuchen, droht es, ihre Beziehung zu zerstören. Chase muss lernen, sich selbst zu lieben und sich selbst genug zu sein, während er entdeckt, was es bedeutet, wirklich zu leben. Ja, auch das klingt nach einer sehr, sehr schöne Geschichte, nach einer Geschichte, die tatsächlich sehr nach meinem Geschmack sein könnte, weil es hier halt eben auch viel um das Thema Homophobie und so geht und wie man irgendwie damit umgeht. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde es auch irgendwie mal spannend, dass es hier so um Trickfilmzeichner geht. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und jetzt muss ich erstmal meinen Akku wechseln. Das blinkt nämlich gerade. So, weiter geht es jetzt mit den englischen Neuerscheinungen. Und zwar habe ich dann als nächstes am 15. März Being Mary Bennett von J.C. Patterson. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass jeder Bücherwurm insgeheim Lizzie Bennett sein möchte. Eine weniger anerkannte Wahrheit ist, dass Mary Bennett besser passen könnte. Für die 17-jährige Marnie Barnes, die davon überzeugt ist, die leidgeprüfte Protagonistin ihres Lebens zu sein, kommt diese Offenbarung am Ende einer Reihe von selbst verursachten Katastrophen, die sie zwingen, sich einer verheerenden Wahrheit zu stellen. Marnie hat mehr gemeinsam mit Mary Bennett, der absolut unvergesslichen mittleren Schwester, als mit der überschäumenden Lizzie. Entschlossen, sich neu zu erfinden, nimmt sie die Hilfe ihrer lebhaften Mitbewohnerin in Anspruch und öffnet sich der Welt. Im Stil einer Hauptdarstellerin. Und zwischen neun Freunden, einem sehr süßen Jungen und einem geretteten Welpen namens Sir Pat, erkennt Marnie, dass man, um die Hauptfigur zu sein, nicht sein Leben komplett neu schreiben muss. Es geht darum, die richtige Besetzung von Charakteren zu finden, den Love Interest ihrer Träume und vor allem ihre Geschichte anzunehmen mit allen Fehlern. Ja, klingt auf jeden Fall auch wieder nach einer tollen Geschichte. Ich muss sagen, hier bin ich eben vor allem deswegen darauf aufmerksam geworden, weil halt eben Mary Bennett im Titel steht. Und ich dachte erst, dass es sich vielleicht irgendwie um ein Retelling handelt oder halt eben,
ja eine Geschichte allgemein aus der Sicht von Mary Bennett. Aber tatsächlich finde ich, das, was dieser Roman verspricht, klingt eigentlich auch nicht so schlecht. Und bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Dann habe ich nochmal zwei Fortsetzungen, die ich kurz erwähnen möchte. Und zwar erscheint am 15. März auch noch The War of Two Queens von Jennifer L. Armentrout. Auch das ist wieder ein Teil aus der From Blood and Ash Reihe. Da ist ja, wie gesagt, im Deutschen jetzt der zweite angekündigt für März. Und The War of Two Queens ist, meine ich, der vierte Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall erscheint ja jetzt der nächste Teil in dieser Reihe. Also, wenn ihr die gerne weiterlesen möchtet, dann könnt ihr da jetzt sehr, sehr bald weiterlesen. Und am 22. März erscheint dann noch Wrath and Mercy von Jessica Rubinkowski. Das ist der zweite Teil zu The Bride and the Pale. Das ist ein Buch, das ich auf dem Sub habe. Also, den ersten Teil habe ich auf dem Sub. Bei dem habe ich jetzt erstmal noch gewartet, bis halt eben der zweite Teil erscheint. Das ist auch eine Dilogie, das heißt, das ist eben auch der Abschluss. Und ich werde wahrscheinlich mir für den März den ersten Teil halt eben auf meine Leseliste packen und dann eventuell den zweiten Teil direkt im Anschluss lesen, wenn mir der erste Teil halt eben gefällt. Dann geht es weiter. Am 29. März erscheint noch Message Not Found von Dante Medema. Bailey und Vanessa teilten alles. Lachen, Geheimnisse und Päckchen voller Pop-Rocks, um schlechte Tage abzuwehren. Aber das änderte sich alles in der Nacht, als Vanessa Baileys Haus verließ, nach Hause ging und schließlich weit weg von ihrem Haus von einer Klippe abbog. Jetzt hat Bailey, die dachte, sie kenne Vanessa besser als jeder andere auf der Welt, 1 Million Fragen. Und die einzige Person mit Antworten ist weg. Um ihren Verlust zu betrauern, erstellt Bailey einen Chatbot von Vanessa, der jahrelange gemeinsame Textnachrichten und E-Mails verwendet. Je mehr Daten sie in den Bot hochlädt, desto mehr fühlt es sich an, als würde sie wirklich mit ihrer besten Freundin sprechen. Das heißt, bis der Bot Hinweise fallen lässt, dass mit Vanessa mehr los war, als Bailey gedacht hat. Ein Geheimnis, das so groß ist, dass es möglicherweise zu Vanessas Tod beigetragen hat. Auch das klingt super spannend, eigentlich irgendwie nach einer Geschichte, wo es viel um Trauer geht und Trauerbewältigung, aber eben auch ja dieser Chatbot, der dann da irgendwie seltsame Hinweise auf einmal gibt und dann geht das wahrscheinlich auch noch in so eine ja Thriller- oder Krimi-Richtung, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall klingt es super, super spannend und auch so ein bisschen abgedreht, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Und bin sehr gespannt drauf. Also mal schauen, ob ich dazu greife. Aber ich habe es mir auf jeden Fall mal vorgemerkt. So, dann erscheint ebenfalls am 29. März, also alle Neuerscheinungen, die ich jetzt noch vorstelle, erscheinen alle am 29. März, So This Is Ever After von F.T. Lukens. Das ist ein Buch, das einfach super, super lustig klingt, muss ich schon vorab sagen. Das ist ein Buch, das ich auf jeden Fall lesen möchte. Das klingt nach etwas, was total nach meinem Geschmack ist. Eric hatte nicht viel darüber nachgedacht, was passieren würde, nachdem er die Prophezeiung erfüllt hatte, die besagte, dass er dazu bestimmt war, das Königreich Air vor seinem bösen Herrscher zu retten. Jetzt, wo es ihm endlich gelungen ist, den bösen König etwas unbeholfen zu köpfen, es stellt sich heraus, dass magische Schwerter, die aus Mooren gerissen werden, nicht vorgeschärft sind, sind er und seine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Questbegleitern etwas ratlos, was als nächstes kommt. Als vorübergehenden Schutz überredet Erics bester Freund und Magier Matt ihn, den Thron zu besteigen, bis der wahre Erbe aus ihrem Turm gerettet werden kann. Nur leider ist sie tot. Jetzt sitzt Eric als König fest, eine Rolle, die mit einem magischen Haken einhergeht. Er muss bis zu seinem 18. Geburtstag einen Ehepartner finden oder im Nichts verkümmern. Da sein 18. Geburtstag nur noch 3 Monate entfernt ist und nur Matt das Geheimnis kennt, begibt sich Eric auf eine verzweifelte Suche nach einem Ehepartner, der sein Leben retten kann. Beginnend mit seinen Gefährten. Aber seine Versuche, seine Freunde zu umwerben, gehen schmerzhaft und urkomisch schief, bis er entdeckt, dass die Liebe die ganze Zeit vor ihm gewesen sein könnte. Ja, es klingt nach einer sehr lustigen Geschichte auf jeden Fall. Also so wie der Klappentext eben geschrieben ist, stelle ich mir das schon sehr lustig vor. Und ja, auch einfach irgendwie
dann diese Suche von ihm und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Also es ist, wie gesagt, ein Buch, das ich auf jeden Fall lesen möchte, das ich zu, ja, eigentlich würde ich schon sagen 100% lesen möchte. Und ich habe es mir noch nicht vorgestellt oder so, weil ich momentan einfach weniger Bücher kaufen möchte. Aber ja, irgendwann werde ich es mir auf jeden Fall mal kaufen und dann auch lesen. So, und ein Buch habe ich noch für dieses Neuerscheinungsvideo und zwar erscheint auch noch A Magic Steeped in Poison von Judy I. Lin. Früher habe ich stolz auf meine Hände geschaut, jetzt kann ich nur noch denken, das sind die Hände, die meine Mutter begraben haben. Für Ning ist das Einzige, was schlimmer ist, als ihre Mutter zu verlieren, zu wissen, dass sie selbst schuld ist. Sie war diejenige, die unwissentlich den Gifttee gebraut hat, der sie getötet hat. Den Gifttee, der jetzt droht, auch ihre Schwester Shu zu nehmen. Als Ning von einem Wettbewerb hört, um die größten Shenong-Shi-Meister des Königreichs zu finden, Meister der alten und magischen Kunst der Teezubereitung, reist sie in die Kaiserstadt, um sich zu messen. Der Gewinner erhält einen Gefallen von der Prinzessin, was möglicherweise Nings einzige Möglichkeit ist, das Leben ihrer Schwester zu retten. Aber zwischen den hinterhältigen Konkurrenten, der blutigen Politik des Hofes und einem mysteriösen und gut aussehenden Jungen mit einem schockierenden Geheimnis könnte Ning tatsächlich diejenige sein, die in größerer Gefahr ist. Ja, auch das klingt sehr, sehr interessant und spannend und ich glaube, das ist tatsächlich der Auftakt von einer Reihe, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das, wie gesagt, die letzte Neuerscheinung für dieses Video. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, welche Bücher euch so besonders ansprechen, welche ihr auf jeden Fall lesen möchtet. Und dann hoffe ich wie immer, dass ihr viel Spaß mit diesem Video hattet, dass ihr irgendwas Neues für euch entdecken konntet. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!